den See purzelte. Oh ja, 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 sagte Lasse. Es ist jedenfalls ein Glück, dass ich nicht betrunken bin. Ach, scher dich wieder in den See, sagte Busse. Einmal in die Hände der Piraten gefallen ist, wird nie wieder das Tageslicht sehen. Es sei denn, er hat eine Tochter, die Pippi heißt. Und die setzt alles daran, ihren Papa zu befreien. Mit Hilfe von Tommy und Annika entsteht ein Flugmobil, das die drei ins Takatuka-Land bringen soll. Wir fliegen, Annika! Direkt hinein ins Piratennest. Pippi in Takatuka-Land, heute um 16:45 im Kinderkanal. Zum dritten Mal hallo, ihr Lieben, an diesem speziellen Tag im Kinderkanal. Wir feiern heute den 90. Geburtstag von Astrid Lindgren. Und aus diesem Anlass ist auch schon eine Frage gekommen von Laura Griese. Sie ist 5 Jahre alt, wohnt in Holzhausen. Sie fragt, wann hat Astrid Lindgren das erste Buch geschrieben und welches war das? Meine liebe Laura, das war 1944 und das war das Buch Pippi. Wie vorhin schon angekündigt, wollen wir ja heute einen Brief an das Geburtstagskind schreiben. Vorher zeige ich euch jetzt aber mal ein Bild von Astrid Lindgren. Dieses hier, ihr habt sie in einer ähnlichen Pose schon mal im Vorspann gesehen. Auch so mit den Armen so verschränkt hinterm Kopf. Und sie hat über sich selbst mal gesagt, ich bin wahrscheinlich die am meisten fotografierte alte Frau auf der Welt. So, jetzt wollen wir aber, bevor wir den Brief schreiben, und bevor ich euch noch mehr aus dem Leben von Astrid Lindgren erzähle, erstmal zu unserem Gewinnspiel kommen. Die Frage lautete ja, wie heißen die Kinder von Bullabü? Wer die 2 Folgen eben gesehen hat, für den war das sicherlich ganz einfach. Und ich bin jetzt gespannt, ob wir jemanden am Telefon haben. Hier ist der Kinderkanal. Wer ist denn dran? Hallo. Hallo, hier ist Johannes. Hallo, Johannes. Hm? Dann leg gleich mal los. Wie heißen die Namen? Ich bin ganz gespannt. Inga, Britta, Ole, Lasse, Bosse, Lisa und Kerstin. Perfekt. Alle da. Wunderbar. Du kannst dir jetzt aussuchen, ob du ein Buch von Astrid Lindgren haben möchtest. Die habe ich jetzt hier versteckt. Moment, da sind sie. Das Buch haben möchtest oder ob du Ronja Räubertochter, ist manchmal nicht so einfach, haben möchtest oder ein Lotta-Video oder eine Plüschfigur aus dem neuen Zeichentrickfilm, aus dem neuen Pippi-Zeichentrickfilm. Zum Beispiel diese Pippi-Figur oder Herr Nilsson, den Affen oder den kleinen Onkel, das Pferd. Das Video? Das Video nimmst du. Lotta aus der Krachmacherstraße. Das geht an dich. Aber sag mal, hast du eigentlich eine Ahnung, wo diese ganzen Namen herkommen? Lasse, Bosse, Ole? Nee. Nicht so. Ich habe jetzt nämlich hier mal ein Vornamenbuch. Das habe ich nämlich geahnt. Ich wusste es nämlich auch nicht. Da stehen ungefähr 4000 Namen drin. Bevor ich jetzt mal einen von diesen 7 Namen nehme, gucke ich erst mal schnell nach deinem. Johannes. Johannes, Johannes, Johannes. Weißt du, woher dein Name kommt? Johannes? Aus welchem Land? Nee, überhaupt, wo der so herkommt. Nö. Weißt du nicht. Dann sage ich es dir schnell, das ist also ein männlicher Vorname, ganz klar. Biblischer Vorname von Johannan. Der Herr ist gnädig. Hoho, Herr Johannes. Jetzt wollen wir mal schnell einen Namen von den 7 nehmen. Welchen soll ich mal nachgucken? Ole. Ole. Guck ich mal bei Ole. Mal sehen, woher der Name Ole kommt. Lasse Bosse finde ich ja auch ganz lustig. Ole. Männliche dänische Form zu Olaf oder friesische Kurzform zu dem Vornamen mit OD oder UL. Also Olaf ist da mehr so die Richtung. Ole.
Okay. Ich danke dir sehr herzlich für deinen Anruf. Wünsche dir noch einen schönen Tag mit uns. Guckst du noch ein bisschen zu? Ja. Ja, wa? Lohnt sich ja auch. Bei so viel Astrid Lindgren an einem Tag. Sag mal, ganz kurz, was hast du so für Lieblingsfiguren? Carlsson. Mhm. Die Brüder Löwenherz. Mhm. Kalle Blomqvist. Die sind so. Also Carlsson zeigen wir heute. Das kann ich dir schon verraten. Mhm. Gut, also ich danke dir sehr herzlich für deinen Anruf. Mach's gut. Tschüssi. So, und jetzt haben wir einen Beitrag für euch, der über die Kindheit und das Leben von Astrid Lindgren berichtet. Wenn man sich die Filme so anschaut oder ihre Bücher liest, dann erfährt man ja eigentlich schon das meiste über sie. Denn fast alle Geschichten, die sie geschrieben hat, die sind wahr. Oder sie hat sie selber erlebt, sie wurden ihr von ihrem Vater erzählt. Zum Beispiel viele seiner lebendigen Geschichten waren die Vorlage für Michel aus Lönneberger. Den zeigen wir euch heute um 15.30 Uhr. Doch jetzt erstmal Astrid Lindgren Biografie Teil 1. So wie hier in der Serie Michel aus Lönneberger sieht es aus, als Astrid Lindgren aufwächst. Es gibt weder Telefone noch Strom und die Menschen fahren im Pferdekutschen. Es ist schön, wieder daheim zu sein. Na, meine kleine Ida. Astrid Lindgren ist ein Mädchen vom Land. Komm, meine Kleine. Am 14. November 1907 wird sie in dem Dorf Näs in Südschweden geboren. Hier verbringt sie mit ihren drei Geschwistern eine glückliche Kindheit. Sie ziehen durch die Natur, spielen unter dem Dach des Schuppens oder erzählen sich Geschichten. Ihr Vater, Samuel August Eriksson, ist Bauer in Näs. Das ist mein Vater und meine Mutter und ich und mein Bruder und eine von meinen Schwestern. Und da bin ich da und mein Bruder und zwei Spielkameraden. Und da ist mein Vater und ein Ochsen. Und da ist die ganze Familie, das sind wir alle vier Kinder. Und das ist mein Elternhaus und ich glaube, ich stehe hier, diese kleine Kinder, darunter bin ich. Und das ist im Klassenzimmer, ich stehe da und sehe aus, als ob ich alles begreifen konnte. Vorbild für die kleine Hauptdarstellerin aus der Serie Madita ist Astrid Lindgrens beste Schulfreundin, die den Spitznamen Madiken hat. Astrid Lindgren geht in Vimmerby zur Schule. Vimmerby ist ein kleiner Ort in der Nähe von Näs. Nach der mittleren Reife schreibt Astrid Lindgren Artikel für die Tageszeitung in Vimmerby. Als junge Frau verlässt sie ihr Dorf und geht nach Stockholm. In der modernen Großstadt macht die 19-Jährige eine Ausbildung zur Sekretärin. Jetzt steht die Bauerntochter auf ihren eigenen Füßen und gewöhnt sich an das Leben in der Stadt. Als sie im Schreibbüro des Königlichen Automobilclubs arbeitet, lernt sie ihren zukünftigen Mann kennen. Im Jahre 1931 heiratet sie Sture Lindgren. Zusammen ziehen sie in eine kleine Zwei-Zimmer-Wohnung. Ihren beiden Kindern erzählt Astrid Lindgren oft Märchen und selbst erfundene Geschichten, zum Beispiel von einem rothaarigen Mädchen namens Pippi. Im Winter 1944 verstaucht sie sich auf schneeglatter Straße den Fuß und muss wochenlang im Bett liegen. Da schreibt sie die Abenteuer von Pippi Langstrumpf auf. So verlief Astrid Lindgrens Leben, bevor sie mit dem Schreiben anfing, denn das tat sie erst mit 37 Jahren, dann aber bis ins hohe Alter von 80 Jahren. Danach sagte sie, ich finde, dass ich viel gemacht habe und jetzt ausruhen kann.
Sie beschrieb das Leben in ihren Büchern so lebendig, dass viele Kinder sie auch heute noch fragen, wo denn zum Beispiel Bullabü liegt und ob man dorthin ziehen könnte. Mehr zu ihrem Leben und ihren Büchern gibt es in der Extrabox um 20 vor 2. So, wir haben jetzt schon eine ganze Menge Faxe erhalten, ihr habt uns schon angerufen, habt uns Sätze für Astrid Lindgren durchgegeben. Wir haben jetzt schon mal welche angeschrieben, zwischendurch hatte uns der Regisseur auch schon mal den Hinweis gegeben, da ist die Tafel, habt ihr vielleicht vorhin gesehen. Und ich lese schon mal, was schon dran steht. Du hast die Herzen der Kinder erobert, deine Bücher und Filme sind super. Tamara, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Marie-Christine. Ihr habt schon ganz oft geschrieben, herzlichen Glückwunsch, herzlichen Glückwunsch. Ich will jetzt nicht immer wieder herzlichen Glückwunsch hinschreiben. Denkt euch irgendwas Hübsches aus, einen hübschen Satz, wie zum Beispiel diesen, den ich jetzt anschreibe. Und zwar, Moment, alle Kinder freuen sich, Astrid wird heute 90. Das ist ein schöner Satz, natürlich auch die Glückwünsche. Alle Kinder freuen sich, Astrid wird heute 90. Es gratuliert, ach, sie schreibt hier, ihre Geschichten uns beglücken. Es gratuliert Miriam Auer aus Saarbrücken. Ich schreibe jetzt nur mal Miriam drunter. Miriam. Punkt. Also, wenn ihr irgend so eine Idee habt, dann faxt sie uns durch oder ruft uns an. In der Box um 16.20 Uhr, da dreht sich alles um Karlsson vom Dach. Der kleine, dicke Junge mit dem Propeller auf dem Rücken, der kann ja einfach so durch die Gegend fliegen. Und wir wollen der Frage nachgehen, kann ein Mensch überhaupt ohne Hilfsmittel fliegen? Als Gäste begrüßen wir den 16-jährigen Piloten Mirko mit seinem Vater und den 8-jährigen Lukas aus Mannheim, der uns zeigen wird, wie zum Beispiel ein Schrank, ein Skateboard und viele andere Sachen sich so durch die Lüfte bewegen. Bis es aber soweit ist, schauen wir uns erstmal den Meister des Menschenfluges persönlich an. Hier kommt Karlsson mit dem weltbesten Gespenst und der weltbesten Medizin. Die Frage lautet unter anderem, kann man aus einer Grütze aus Himbeerbonbons, Sahnebonbons und Lakritze eine Medizin brauen, mit der man gesund wird? Naja, ich weiß nicht so richtig. Das muss ich auch erst noch ein bisschen vermischen. Erstmal schmecke ich nur Lakritze. Und danach, ihr habt sicherlich schon lange drauf gewartet, kommt sie endlich, das Mädchen mit den roten Zöpfen. Heidi, die in der Schweiz auf einer Alm lebt und... Nee, ich glaube, jetzt habe ich ein bisschen was durcheinander gebracht. Natürlich Pippi Langstrumpf. Wir zeigen euch die allererste Folge. Pippi zieht in die Villa Kunterbunt ein und erobert ihr neues Zuhause, was natürlich nicht ohne Probleme mit Erwachsenen abgeht, aber dafür ist sie ja bekannt. Viel Spaß jetzt in den nächsten anderthalb Stunden und ich mische hier noch ein bisschen rum. Karlsson, Karlsson, Achtung, hier kommt Karlsson. Karlsson, Karlsson, juhu, ich heiße Karlsson. Karlsson, Karlsson, ich bin, das müsst ihr glauben, der allerbeste Karlsson auf der Welt. Karlsson, Karlsson, ich bin ein prima Karlsson, ein kluger, ein lieber, blitzgescheiter Karlsson. Ich weiß das euch, das könnt ihr mir glauben, der allerbeste Karlsson gut gefällt. So, hier kommt der Kaffee. Oh je,